Unity. Ohne Bild. Noch. Weil mein Aufnahmeprogramm es nicht tut. Hallo? Square Enix. Endlich Bild. Deck 9. Hallo und herzlich willkommen zu Life is Strange Before the Storm, dem Vorgängerteil theoretisch von Life is Strange, lustigerweise Nachfolgerteil. Und wir sind nun in diesem Game. Ich weiß, im Moment ist auf meinem Kanal noch Life is Strange noch da, aber wir beginnen gleich sofort hier mit Life is Strange Before the Storm. All diejenigen, die den Teil davor noch nicht gesehen haben, geht zurück, Spoiler, und wir starten einfach, ohne zu sagen, die erste Episode. Wir haben 3 Episoden und ja, auf geht's. Episode 1, erwacht. Episode Beginn. Das Spiel sieht schon mal übelst nice aus. Ich habe die höchsten Einstellungen gemacht. Ich hoffe, dass das auch aufnehmbar ist. Währenddessen sehe ich schon wieder, dass das Spiel leicht hängt. Ich hoffe, ja, aber das ist nur ein kleiner Mini-Hänger gewesen, also nichts weiter Schlimmes. So wie es halt mal ist. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielerentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folge all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Wähle mit Bedacht. Was ist denn hier? Alter. Jo, alles klar. Mein Controller macht... Ich muss meinen Controller ausschalten, wenn wir sind. Ich dachte nicht, dass der Controller Vibration hier anhat. So, das war der Sound vom Controller. Nicht... I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Chloe hat auf jeden Fall eine neue Stimme und wir steuern jetzt nun Chloe. Aha. Der Grafikstil ist natürlich derselbe hier in Nagelia Bay. Wer hätte es gedacht? Wir können jetzt nun den Weg durchgehen. Ist aber verdammt dunkel für euch, ne? In der Aufnahme. Naja, wird schon besser. Ach, wir müssen das jetzt nur so machen. No trespassing? No way. Och, was bedeutet denn das? Springen! Sieht man schon mal die Steuerung. Die Steuerung ist ein bisschen anders. Oh, Alter, Chloe! Meine Güte! Holy shit! Hier steckt man sich in die Taschen. Nicht nach außen. Mittelfinger. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Okay. Du musst durch diese Tür. Wir gucken aber erstmal, ob wir hier eine andere Methode finden. Das Feuer. Lagerfeuer. Ja, Lagerfeuer zieht mich gleich sofort an. Some say the world will end in fire. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. Uh-huh. This place is sketchy as hell. An yep. Old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Ja, was bildest du dir ein, Chloe? Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Stimmt ja, unsere Chloe hat da ja ein Problem zu Hause. Ja, ja, ja. Oh, was ist denn hier? Streit? Those guys need to get a room. Na, Hauptsache nicht. Damn. Mind your own business. Should probably avoid getting on that guy's shit list. Yep. Was haben wir denn ansehen?
This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Stimmt ja, es wurde ja angesprochen, dass man hier Gravity machen kann. Gravity. Warte. Gravity. Ah, perfect place for me to work. Was willst denn du machen? Chloe, du kleine Böse. Now what to draw? Kein Meth-Labor. Gratis Süßigkeiten! Das würde ich hinschreiben. Nerven dann die Kinder. Aber ist mir egal. Hey Kids! Free Candy. Ja, genau! Alter, das ist richtig. Mies Tagebuch? Zur Spitze ist verloren das Einhorn. Gefängniswand. Davids Schrott. Theater Nerds. Bewegliche Leinwand. Toter weißer Typ. Glückliches Balk. Das alte Auto. Oh, oh. Chloe, mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich... Ja, ich bin eine Insassin der Blackwell Academy, die derzeit eine vierjährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich sogar. Ich bin niemandes Vorstellung der perfekten Tochter. Aber, oder Schülerin. Oder irgendetwas anderem. Aber er will schon perfekt sein. Ich bin den ganzen Tag von sogenannter Perfektion umgeben und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind. Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David, wie schwer es ist, hier Hasch zu kaufen, keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen, sagen, dass Papa tot ist, ja. Es ist 2 Jahre her, dass er bei einem Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar diese seltsamen, lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer, füttert und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich dran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Aha. Das Spiel ist schon mal verdammt interessant. Ach, hier kann man dann... Shit to tag? Ach, das sind jetzt Graffitis statt Fotos. Ach, jetzt kapiere ich das. Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses künstlerische Miststück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit versteckt, aber wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleiden wir uns als Piraten, Eisen, Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten. Und so. Super Kitty is trapped. We must save her. Oh, miau. Hey Chloe, das soll Mac sein. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Danke Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kannst. Im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich... tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat. Vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Ach, Chloe. Und hier haben wir William. Williams. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. What's the matter? Don't you want to write your dad or dad? Ja. Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen. Oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würden, zu vergessen, dass seine Eingeweiden wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht noch mal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war? Dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte? Dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern?
dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Miststück war, dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchelei heißte und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfacher ist, so zu tun, als merken wir es nicht. Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich... Also, das sind... David und Joyce. Oh, das wird wahrscheinlich hart. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp, ihr Job ist als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen, ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat. Und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch. Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen. Doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einen weiteren Winkel ihres Lebens auszubreiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. Oh Mann. Och, Chloe, du tust mir jetzt schon leid. Hier, 4.4.2010. Max, du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe. So wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte. Mir fiel keine gute Ausrede ein, also habe ich's gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay. Niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist, also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher herausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS, ich habe an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Anfangs dachte ich an Deckard, wie heiß er ist, aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Chloe, das Elektroschaf. Ach, wir haben ja einiges. Och je, Mene. Och je, Mene. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Sie hat versucht, einen Brief zu schreiben, hat es aber nicht übers Herz gebracht. Das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Schreib deine Gedanken in mir nieder. Oh. Mann. Ach, Chloe. Mann, die ist wirklich kaputt, aber das ist auch kein Wunder. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Oder vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. Max, bist du bereit? Mama hat einen Trip für den nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte... Cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Challenge, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und angeklebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken von Planetenscheißer. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist. Oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Weil im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echt Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag's nach, Nerd. Sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
aber sie wollte es nicht hören, also als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Don't take the ride. Nehm nicht den Trip. Max, du weißt, dass ich... Achso, das haben wir. Achso, haben wir falsche Reihenfolge gemacht. Ups. Aber das war eigentlich alles, oder? Dann haben wir hier sonst nur irgendwelche... Aha, Orte wahrscheinlich. Bist du nicht mit uns zu Abend? Bist du mit uns zu Abend? Nein, danke. Von Mama. Kommst du irgendwann heute nach Hause? Hat ja auch mal 21 Uhr geschrieben. Aha. Elliot, wer ist denn Elliot? Spanisch-Test war scheiße. Den bestehe ich nur mit Glück. Oh, lo siento. Ja, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Frank. Och, die kennt schon die Frank? Die kennt schon Frank? Dein Mist ist hier. Yeah, ich bin pleite. Sorry. Dein Verlust. Du kannst es einen Tag für mich aufbewahren. Kann ich das? Ich bin dein Lieblingskunde. Bist du das? Frank, hast du was? Du schuldest mir noch was. Verhaust du mich dafür? Super, mach nur Witze per SMS darüber. Du vertickst mit dem Handy Drogen. Egal, komm schon, es ist 420. Ich treffe dich, wenn du mein Geld hast. Muss absagen. Schon damals Geldprobleme gehabt. Oh Mann. Es tut mir so leid, ich war so nachlässig mit E-Mails. SMS funktioniert für mich eh besser. Hey, es ist Max. Wie geht's? Bist du da? Und dann wieder ein paar Tage später. Oh je, tut mir leid wieder. Ich habe viel zu tun. Seattle würde dir gefallen. Mehr dazu später. Cool. Vielleicht fahre ich demnächst per Anhalter. Hey, Hippie. Es tut mir so leid. Vielleicht sollten wir eine Zeit festlegen, um zu telefonieren. Kein Ding. Ich sehe in meinem Kalender nach. Es ist 19 Uhr in Arcadia Bay. Was ist es in Seattle? 2019? Ich weiß, vielleicht dieses Wochenende. Klar, jederzeit, sag Bescheid. Ey, Königin des Skillenseppens. Was gibt's Neues? Max. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, das tut einem verdammt leid. Das tut einem verdammt nochmal leid. Ich denke, Fire Safety isn't exactly high on the agenda here. Du willst das doch nicht benutzen. Ich dachte jetzt schon. Chloe hat gleich irgendwelche besonderen Ideen. This place has collected a lot of junk over the years. Okay, haben wir eine Tür. A second door inside. So close and yet so far. Zuhören. Versuchen mal. Hörst du den Sound, den du hören willst? Auch wenn das nicht mein... shreds so hard. I gotta get in there. Auch wenn es nicht so mein Style ist. Muss ich auch mal so sagen. Für mich ist das zumindest nichts. Motorräder. Oh, ich hoffe, du kippst die nicht um. I'd join a motorcycle gang. If I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Ja. Neuer Dialog freigeschaltet. Aha. Türsteher. I've got to figure out how to get past this guy. Zugwaggon. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Ja, ach, hier kommen. Achso, wir kommen ja von dort. Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr zurück. Wir wurden ausgesperrt vom Spiel aus. Türsteher, was hast du zu sagen? Help you, miss. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Oh. Das bedeutet, Chloe wird aufstehen. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Mach lieber das mit dem Feuer. Ich würde das mit dem Feuer jetzt machen. I guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Okay. Ist doch ein bisschen zu krass für sie. Ja, wir müssen dann wohl Paroli bieten, ne? Hallo? God, again? What do you want, kid?
Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Eh? Was? Are you kidding? You should probably just go. Mal gucken. Wir versuchen mal den Chloe-Style, weil nicht umsonst sind da solche... Wahrscheinlich wird das jetzt gerade sehr schlimm sprachlich. Wieder Worteherausforderung begonnen. Okay, was bedeutet das? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Oh je, meine Chloe. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Echt niedlich, also. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Kleine, ja, dann würde ich. Ja. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. A girl like you with pretty, pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Just look the other way. No one will know. Besides, people love me. I'm funny. Jetzt habe ich es nicht hinbekommen. Super. Around here, funny people have a way of getting hurt. Knock, knock. There. It's me, your balls. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. Alter. You're alright, kid. Go on in. Alter, Chloe. Deswegen ist sie so extrem drauf. Ach, du Heilige. Die ist ja richtig krass drauf. Ach, du Heilige. Chloe, Chloe, Chloe. Du kleine, kleine, kleine. Ah, jetzt hängt's. Also das, was mir auffällt, ist, dazwischen hängt mal das Spiel. Aber ist ja auch kein Problem. So. Wundert euch auch nicht, dieser Part hat ein bisschen weniger Qualität als die anderen, die kommen werden. Ich hoffe auch, der Sound passt, aber das wird man alle sehen. Ich hoffe, alles passt. Wird man sehen. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Ach du Heilige, wie sieht's denn hier aus? Oh Gott. Das ist ja nur nie mal was für mich. Und ich bin erwachsen. Ich könnte da reingehen. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Ja, aber das ist im nächsten Part, Chloe. Dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Life is Strange Before the Storm zum Release und wir sehen uns morgen dann wieder zu einem weiteren Part von Life is Strange Before the Storm. Dann sag ich nochmal, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Das hier machen wir im nächsten Part. Ciao!